Hey, ja, ist der Stoppen? Willkommen zurück zu Dragon Ball Origins zur Fortsetzung des Spiels. Unsere nächste Episode. Beim letzten Mal haben wir Episode 7-3 Festessen gemacht, wo wir mit Kuririn in einen Wettstreit gingen, um einen Stein zurückzubringen zu Muten Roshi, den er weggeworfen hat. Am Ende hat durch Betrug auch Kuririn gewonnen. Aber das Festessen, was hier gesagt wird, war ein Kugelfisch. Ja, beide haben sich vergiftet, Muten Roshi und Kuririn. Und ja, ich mache jetzt weiter mit der nächsten Episode. Und zwar Episode 7.4 ist das. Ein Milchmann hat es nicht leicht, heißt diese. Muten Roshis Training ist echt hart. Sangok und Kuririn geben ihr Bestes. Ja gut, würde ich mal sagen, wir geben auch unser Bestes. Also, los geht's. Kaum fühlen sich Muten Roshi und die Jungs besser, beginnen sie erneut mit dem Training. So, jetzt sind wir bereit für das Schildkrötentraining. Seid ihr Jungs euch sicher, dass ihr für meinen strengen Trainingsplan bereit seid? Ja, Sir. Bereit, Jungs? Jeder von euch nimmt sich eine dieser Milchkisten. Geht los und liefert sie auf dem Land aus. Wir liefern Milch aus? Was soll das im Training bringen? Es ist eine gute Möglichkeit, um eure Körper zu trainieren. Oh, in diesem Fall kann ich auch mitkommen? Ich hätte nichts gegen etwas Bewegung, um ein paar Pfunde loszuwerden. Sicher, geh einfach los! Such dir deine eigene Geschwindigkeit, Lunch. Übertreib es nicht. Okay. Oh, und, versucht aber nicht zu niesen. Ja, na klar. Okay, Jungs, seid ihr bereit? Ja! Jetzt tut, was ich sage. Na klar. Hat sie daran doch genießt? Trag die Milchkiste und beliefere das angezeigte Haus. Wenn die Flaschen zerbrechen oder du zu lange brauchst, muss man von vorne anfangen. Okay, ich sage dir, wohin du liefern musst. Vergiss es nicht. Zuerst dieses Haus. Merkt ihr dieses Schild? Aha. Dann ab die Post. Muss ich dann machen wie mit der Schildkröte seinerzeit? Oh ja. Na super. Hey, was denkst du, was wir hier machen? Versuch es nochmal. Okay, ich sage dir, wohin du liefern musst. Vergiss es nicht. Zuerst dieses Haus. Okay, wie kann ich da denn hin? Gibt es einen anderen Weg? Ne, ich muss da ja vorbei, ne? Merkt ihr dieses Schild? Und dann dieses Haus. Gut, das ist klar, aber... Ja, das kann natürlich nicht funktionieren. Hey, was denkst du, was wir hier machen? Versuch's nochmal. Was ich eben versucht hatte, war wie bei Schildkröte hochzuwerfen. Ging mir auch nicht. Okay, ich sag dir, wohin du liefern musst. Vergiss es nicht. Zuerst dieses Haus. Na, der aller Anfang ist schwer. Wie soll ich denn vorbeikommen? Merkt ihr dieses Schild? In dieses Haus, ist ja klar, aber... Ob ich auch so rumgehen kann? Ich den Weg da alternativ herum? Nee, ich muss jetzt da lang.
Oder kann ich jetzt doch zu dem Sylt? Ah, ich kann doch. Achso, kann ich da rum. Ah! Hier vorher nie vorbeigekommen. Und jetzt dieses Haus! Wer ist dieses Schild? Merkt ihr dieses Schild? Dann da hinten, naja. Okay. Aber ich finde ja auch den Weg ist dahin. Das war knapp. Das war knapp, ha? Huh? So, wo war das Haus? Das war läuft falsch. Falsche Richtung. Muss wieder hoch. Naja. Oder? Wie muss ich jetzt. Nee, war schon richtig. Na super. War aber trotzdem falsch. War Leute total falsch eben. Ach Gott. Hey, was denkst du, was wir hier machen? Versuch's nochmal. Wollen wir den Tag verlaufen? Und jetzt dieses Haus. Ja. Bis dahin. Ne? Da war ich ja eben schon. Merkt ihr dieses Schild? Und dann? Muss ich doch da nach links? Ah. Ja, ja, gut, okay. Ab die Post. Oh, ist auch richtig schwer hier, meine Güte. So, das war knapp. So, muss ich doch nach oben längs abweichen. Muss ich dann danach geradeaus und dann, also. Da lang. Dann geht das mir auch. Wenn man das richtig macht. So, komm her. Nicht ausliefern. Ja, das war's. Gut. Weiter geht's. Das ist das letzte Haus. Ach Gott, gut. Ganz nach rechts. Nochmal wieder zu dem Schild. Wo eben waren. Dann müssen wir jetzt nach unten rum. Merkt ihr dieses Schild? Dann müssen wir nach unten rumlaufen und dann nach rechts. Ah ja. Okay. Na gut, ja. So, okay, selber nochmal, ja? Na, wir waren gespannt, ob das funktioniert, ja. Okay, da ist er einmal. Da kommen wir auch vorbei, das ist nie das Problem, ja? Na, da ist nie das Problem, noch vorbeizukommen. Jetzt muss ich nach rechts. Gucken, wo ist er? Also ich weiß, dass ich falsch bin. Weiß ich, aber ich muss da ja irgendwie vorbeikommen. Ich bin doch vorbeigekommen. Okay.
Die ist wahnsinnig. Die ist wahnsinnig. Wir haben es geschafft. Du hast alle Lieferungen schnell und gut abgeschlossen. Gute Arbeit, ihr zwei. Hui. Für die nächsten 8 Monate werdet ihr die Milch jeden Morgen als Training ausliefern. Was? Aber für den ersten Tag habt ihr euch hervorragend geschlagen. Wenn ihr hart trainiert, werdet ihr für das Turnier bereit sein, das in 8 Monaten stattfindet. Turnier? Welches Turnier? Hm? Ein Turnier in 8 Monaten? Das Kampfsport-Weltturnier! Kampfsport-Weltturnier? Was ist das? Dort treffen sich die größten Kämpfer der Welt, um zu sehen, wer der absolut Beste ist. Der absolut Beste? Das ist toll! Es wird nur alle 5 Jahre in der südlichen Hauptstadt veranstaltet. Nur 8 Finalisten können am Turnier teilnehmen. Aber hunderte von Wettbewerbern kommen hin, um zu versuchen, die Vorrunden zu überstehen. Wow, das klingt nach Spaß. Ich wünschte, ich könnte teilnehmen. Nun, Muten Roshi, werden wir bereit sein, um mitzukämpfen? Nur, wenn ihr Jungs fleißig trainiert. Alles klar. Unglaublich. Ich kann es kaum erwarten, teilzunehmen. Ich wette, da werden jede Menge starke Typen sein. Ich bin so aufgeregt. Das stand übrigens einem, ich weiß, aber... Boah, wohl ich. Nun denn. Das war das Dämmerungstraining. Aber das heißt nicht, dass wir hier fertig sind. Zeit für das Morgentraining! Oh Mann! Muten Roshis intensives und strenges Training geht weiter. Sangoku und Kuririn halten durch und das Kampfsport-Weltturnier rückt immer näher. Daten speichern, ja. Es ist Zeit für Muten Roshis ultrahartes Training. Auch wenn die Aufgaben, die Muten Roshi ihnen stellt, unlösbar erscheinen, überstehen Sangoku und Kuririn Tag um Tag das Training in Vorbereitung auf das Kampfsport-Weltturnier, das in nur 5 Monaten stattfinden wird. 3 Monate also später? Aha.